Weiß nicht, wie ich diese Frage beantworten soll. Wenn man, so wie ich, schon mal eine sehr lange Strecke auf dieser Welt ist, fällt das vielleicht schwerer, als wenn man die Frage einem Jüngeren stellt. Ich will es mal so sagen: Ich habe als notorischer Tagebuchschreiber die Angewohnheit, bevor ich mich abends hinsetze oder nachts hinsetze, um meine Gedanken zu Papier zu bringen, mit einer Zahl zu beginnen. Und dann kommt ein Doppelpunkt und dann lege ich los und bringe meine Gedanken zu Papier. Heute, wenn ich mich heute hinsetze, werde ich also als erstes hinschreiben 30.286. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, nach so langer Zeit auf diese Frage zu antworten, kommt mir schrecklich vor. Denn Sie fragen ja nicht nach dem Tag, sondern Sie fragen nach dem Moment und das vervieltausendfacht die Geschichte ja noch. Also ich bin insgesamt ein glücklicher Mensch, aber den glücklichsten Moment herauszufinden, geht nicht. Eigentlich müsste ich da dasselbe sagen wie beim glücklichsten Moment. Aber das wäre dann vielleicht doch ein bisschen zu einfach gemacht. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Glücksparfum ein etwas flüchtigeres ist als das Parfum der Traurigkeit. Was mir einfällt, ist ein Moment in meinem Leben, da war ich 25. Und da bekam ich war weit weg von zu Hause, die Nachricht, dass einer meiner Brüder gestorben ist. Einer meiner jüngeren Brüder, er war 19. Was ich bekam, war ein ganz kurzes Telegramm, auf dem stand nur Udo tot, Beerdigung Samstag. Und Samstag war der darauf folgende Tag. Ich bin dann Hals über Kopf losgefahren, um bei der Trauerfeier dabei zu sein. Und als ich ankam, ich hatte mich verspätet, war schon alles in vollem Gange. Die Kirche war rappelvoll. Ich musste hinten in der offenen Kirchentür stehen und konnte nur im Halbdunkel des Kirchenraums einen Sarg ausmachen und viele Kränze und Blumen und hörte dem Pfarrer zu, der ebenso salbungsvoll wie nebulös etwas daherredete von, dass es ihm der Herr sicher verzeihen werde oder möge. Und ich wurde dann unruhig und sprach einen neben mir stehenden Bekannten an und sagte: Was ist denn los? Woran ist der denn gestorben? Worauf der mit großen Augen sich mir zuneigte und flüsterte: Der hat sich doch erschossen. Das war ein sehr schwarzer Moment. Plan B? Eher nicht. Ich will mal so sagen: Kurz vor meinem 80. Geburtstag hat mich ein befreundeter Verleger angefragt und mich gebeten, ein Buch über mich selbst zu schreiben, was ich dann auch getan habe. Und zu diesem Buch hat der Darmstädter Kunst- und Kulturkritiker Dr. Roland Held ein Vorwort geschrieben, in dem er mich vorstellt als Horst-Dieter Bürkle, den Filmemacher, Horst-Dieter Bürkle, den Fotografen, Horst-Dieter Bürkle, den Mixed-Media-Künstler. Und dann muss er sagen, im Weiteren, dass das aber damit nicht getan ist, weil der HDB, wie er ihn dann
um Zeilen zu sparen, im Weiteren nennt, noch etliche andere öffentliche Funktionen hat und zählt dann auf, und das muss ich jetzt wirklich zitieren, denn das kann man nicht behalten. HdB, den Texter und Filmsprecher, HdB, den Buch- und Kataloggestalter, HdB, den Ausstellungsorganisator, den Galeristen, den Vernissage-Redner und Laudator, den Vorwortschreiber und Vereinsvorsitzenden, den Geschäftsführer sowie immer noch semi-öffentlich, den Bibliomanen, den Kunstsammler, den Kontakteschmied, den Künstlerfreund. In seiner frappierenden Vielseitigkeit, sagt Roland Held, dient er dem Darmstädter Kulturbetrieb seit Jahrzehnten als eine Art eierlegende Wollmilchsau. Wer so beschrieben wird, ich will es jetzt mal mit aller Bescheidenheit sagen, der braucht, glaube ich, keinen Plan B. Oder? Ich habe vor einiger Zeit mal in irgendeinem Zusammenhang davon gehört oder gelesen, dass man viel über Menschen erfahren kann, wenn man sie nach ihrem Lieblingsmärchen fragt. Ich habe dann im Weiteren darüber nachgedacht und musste mich selber erst mal fragen, was hast du eigentlich ein Lieblingsmärchen und wenn, was ist denn das für eins? Und fing dann selber an zu suchen, weil ich es nicht wusste. Und dann habe ich jetzt, als mir diese Frage gestellt wird, gesagt, dann frage ich mich doch mal nach meinem Lieblingsmärchen. Und jetzt kann ich es ja sagen. Es ist das Märchen vom Hans im Glück. Sie kennen die Geschichte von dem jungen Mann, den man in die Lehre schickt und der nach 7 Jahren übrigens, die hatten lange Lehrzeiten damals, von seinem Meister einen großen Goldklumpen geschenkt kriegt und damit nach Hause geht, zurück zu seinen Eltern. Und auf dem relativ langen Nachhauseweg tauscht er zuerst den Goldklumpen in ein Pferd, dann das Pferd in eine Kuh, dann die Kuh in ein Schwein, glaube ich, dann das Schwein in eine Gans und schließlich die Gans in einen Wetzstein und einen zusätzlich ganz gewöhnlichen Feldstein. Und damit kommt er dann nach Hause. Nun ist das ja ein recht ambivalentes Märchen. Man weiß eigentlich nicht, wie man das deuten soll. Es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Für den einen ist dieser Hans im Glück ein wohl etwas dümmlicher Tölpel, wie der da sein nach und nach das, was er sich erarbeitet hat, verschleudert. Und wiederum für andere ist er nichts als ein, wie soll ich sagen, unlustvermeidender Glücksökonom. Und weil ich selber mich als glücklichen Menschen betrachtet, würde ich letzterer Auffassung zuneigen und sagen, ja, dieses Märchen ist mein Lieblingsmärchen. Es ist mir danach noch aufgefallen, dass Rilke vor weit über 100 Jahren das noch viel poetischer und viel unnachahmlicher auf einen Nenner gebracht hat, in dem unnachahmlichen, wirklich unnachahmlichen Satz: Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest.